Und wenn man die zerstört, kriegt man halt Heilung ab. Nochmal rein. Na, hoppala. So, da hat man 3 Sachen fertig gehabt, nice. Wollen wir jetzt schon? Was wollen wir? Weiter. Jo. Kürzung zum Glück. Oh ja. Obwohl, das ist noch nicht so extrem, glaube ich. Nee. Dürfte ich nicht. Ich sag einfach mal ja. Ist eh eine Katze. Mit der Eulen reden, ne? Ja. Ich hab's nicht mehr im Kopf, dass das so schnell ging. Ich rede jetzt mal mit der. Na, dann wollen wir mal, ne? Sei nicht so laut, Daniel. Das Schiff liegt gleich falsch rum, glaube ich. Ja. Ingenieurskunst vom Feinsten. Ja, ich merke schon. Oh, der ist aber hübsch. Übrigens, das eine Vieh haben wir ja Tzatziki getauft. Jetzt kommt Gyros. Ja. Ich merke schon. Aber eigentlich müsste Tzatziki und Gyros nicht so hart zerfressen werden. Das ist echt mies. Ja. Da ist Gyros. Also können wir gleich mal looten, ne? Na, noch da ist. Ich hoffe mal. Die Voice Actor hatten ja auch viel Spaß. Ja. Das haben wir wieder Einzelquest, ja? Hm. Mhm. Ja, einmal entdecke die Sachen. Ja. Aber jetzt haben wir schon mal ein Lager jetzt hier. So. Also die ganze Karte erkunden und dann geht's los. Achso, im Lager die Dinger, diese Schleuderfackeln oder wie die hießen, mitnehmen, die sind ganz praktisch. Ich hab da keinen, ich hatte auch nichts drin. Die Steine da rechts von der Kiste. Mhm. Achso. Mira. Hier ist eine Spur. Seltsame Furche. Das sieht schon ganz schön groß aus. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Mhm. Wird schon richtig sein, nicht? Doch, ich erinnere mich. Viel Erfolg, sag ich nur. Jo. Aber ich glaube, man kann sich rufen. Nein. Nicht bei dem. Das haben wir auch gemacht. Okay, das sind keine Viecher zum Fangen. Gut, das ist kein großer Gyros. Nein. Aua. Paradobahn. Hallo, mein Kleiner. Beyblade. Ja, kann man. Wie cool der einfach mal ist. Hm. Ich lauf dann mal, tschüss. Komm ich später drum. Was ist hier für Insekten? Das ist ja widerlich. Ja, ich weiß nicht, ich hab die gerade auch schon abgeschlachtet. Okay, das Vieh bin ich glaube ich los. Ja, den Großen bin ich los. Ich soll ihn jetzt jagen. Mhm. Alleine? Ich meine, man kann auch rausgehen und zusammen machen. Und den Gyros muss jeder alleine machen, ne? Ja. Das auf jeden Fall, den sichten und dann denke ich mal, kann man rausgehen. Naja, der kommt hinterher. Na, dann suche ich mal andere Vieh. Jo. Jo. Aber hier gibt es keine Spenden, oder? Gibt es hier ein riesiges Spendenvieh? Ist das nicht lustig? Sehr schön. Endlich mal. Es gibt kleine Spinnchen. Ja, kleine kann ich noch mit leben. In Spielen. Also wenn ich mir die ganzen Organe hier angucke, dann sieht das schon fast aus wie bei Diablo. Da gehe ich nicht wieder hoch, dann gehe ich jetzt mal da lang. Weil der Radobahn brauche ich nicht mehr. Was habe ich jetzt verarschen? So, jetzt ist das hier vor der Knochenfriedhof, weil. Der fressende Körper. Soll auch so ein bisschen das Pendant dazu sein. Wobei, das Land ist Bewesung oder so, ne? Ja. Bewesung? Ja. Bewesung, ja. Das X markiert das Ziel. Das X. Das ist der nächste auf der Karte. Das X ist wahrscheinlich eher das, wo die Monster hinlaufen. Ne, das sind ja. Punkte, die verschlossen sind für uns. Ah. Okay, ich hätte sonst immer gehabt, dass die Monster dahin gerannt sind, wenn dann X auf der Karte angezeigt wurde. Ja, auch, aber manche Sachen sind halt für uns noch verschlossen. Dann gehe ich mal gucken, was da verschlossen ist. Oder Punkte, wo Monster halt überhaupt hingehen. Das wird auch markiert. So war das, glaube ich. Also ich habe ein uraltes Fossil gefunden. Ja, kannst du gut sammeln. Legendäres Fossil. Vergessenes Fossil. Und vergessenes Fossil, nice. Okay, hier noch nichts. Hm. Suchen wir weiter nach dem Gyros. Ja. Habt ihr ihn schon? Nee. Ich hab Spuren von ihm gefunden, aber hab abgebrochen. Ich hab die kleinen gefunden bisher nur. Ja. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, ich bin wieder bei Radobahn. Geil. Kann ich mir auch echt ersparen. Ein Fossil, ja nice. Vergessen. 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 Ah, hier. Hier ist eine Ranke da unten. Interessant. Oh, hi. Was hast du gefunden? Radobaan. Ja. Ey, du denkst, wir sind sehr Klassenscheiß mal. Wege für Radobaan. Noch hat er mich nicht gefunden. Hab den Gyros gefunden. Weiter unten? Ja. Ja. Und der jage ein Radobaan. Wir müssen teilweise ein bisschen durch das Miasma. Weiter nach unten? Ja, du kannst vom Lager aus rechts oder links gehen. Rechts ist der Paradobahn gewesen. Ah, ich hab ihn gefunden. Moin, ich glaube, ich habe ihn auch gerade gefunden. Ach, hier. Ein Wyvern-Kadaver? Alter, so wird das nichts. Du bist wohl arm. Ich glaube, wir müssen Radobaan tatsächlich selber. Bist du schon raus? Das sind kleine Gyros, ah, okay. Ich kann auch kein Notleuchtzeichen abfeuern. Das ist für mich meistens ein Indiz nach dem Motto, aha, Multiplayer. Also bei Radobaan hat er mir das gesagt, ich kann, glaube ich, gehen. Du kannst gehen, aber keiner zuholen. Weil Notfeuer ist halt ausgegraut. Vielleicht weil der Gyros noch... Ah ne, den hast du schon, ne? Den habe ich schon gefunden, ja. Hm. Da kann ich jetzt sagen, von wegen musst du alleine machen. Das willst du ja doch gar nicht. Die ganzen kleinen Viecher nerven halt so ein bisschen. Mhm. Denke ich mir auch so. Aber das Ding ist, die rennen auch immer in Horden rum, ne? Keine Ahnung, Leute. Weiß nicht. Ja, okay. Einmal gucken, ob wir hinkriegen, sonst müssen wir die anderen Sachen erstmal machen. Wieso denn Buh? Oh, wollen wir hier sind Spuren? Warte, da. Hey, Süßen! Au. Warum macht das Schaden? Oh, kleine Verpisstecken, Mann. So, hab ich's jetzt? Ja. Stirb elendig und bleib liegen. Also machen wir Radobaan erstmal alleine, oder? Ich kann auch einmal rausgehen und testen, ob man das mit mehreren machen kann. Besiegen kann ich ihn ja dann so danach machen. Jo. Ja, wäre ganz cool, glaube ich. Sinnvoll. Amesinrote Frucht. Hier war doch irgendwo so eine Spur, oder nicht? Auch wenn man vorher zurückkehrt, kriegt man direkt eine Cutscene. Ich denke mal, das wird dann so sein wie mit allen anderen. Ich gehe davon aus, deswegen hat man kein Notsignal schicken können. Dass man jetzt rausgehen muss, meinst du? Ja, weil man direkt nach dem Beenden der Expedition eine Cutscene bekommt. Ah, also kannst du die Mühe sparen, meinst du? Also ich würde es als gemeinsame Mission machen. Ja. Dann gehe ich jetzt raus. Da verpisse ich mich jetzt bei dem Radobaan. Ja. Der Expresslieferung. Also ich bin noch dabei, den Großgyros zu finden. Oh, was da hinten durch ist, irgendwas mit Frucht. Ah jo, da kommt die Cutscene. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir da nochmal einzeln rein, aber... Ja. Ich gehe davon aus, dass die Cutscene das Signal auch gut blockt hat. Ah, das kann sein. Ich hab ihn. Nee. Lass ihn behalten. Dann gehe ich nicht zurück, weil ihr mich jetzt hinterm Toll. Tschüss. Ja. Und ich lauf. Oh, Kummerknochen, ganze Katze. Was hier für Blutegel oder so sein soll. Abendrotgecko. Ach cool. Neue Aufgabe verfügbar, Radobahn, bla bla bla, Sperre. So. Zurückkehren. Jetzt können wir das Beste machen, was wir... hier in diesem Schiff machen können. Freischalten, wie auch immer. Das können wir gleich machen. Warte kurz. Ich habe noch einen Radobahn Ölpanzer schon bekommen, nice. Auch nicht schlecht. Ah. Gut, dass man deine grüne Katze erkennt. Ja. Hast du schon die Lust geschickt? Nee, noch nicht. Mache ich jetzt aber. Muss ich nur finden. Ich mag diese Bildexperten und Troller echt nicht. Oh, ich finde die so penetrant nervig irgendwie. Ich hab einen Trailer sagen. So, Mascha hier. Die ganzen Sachmachen, die jetzt eben freigeschaltet wurden. Beutel abgeschlossen. Nice. Was passiert eigentlich jetzt in der Zeit, während wir jetzt hier rumlaufen, ne? Ja. Also mit unseren Pflanzen, die wir angepflanzt haben? Wachsen die dennoch? Ja. Ich habe jetzt 7 von 10. Hm, woher stand das da eben? Mal. Ja, wenn es rückkehrt. Oben rechts, ganz klein. Super, okay. Wir bekommen jetzt... In diesem Punkt kriegen wir schon die erste Drachenwaffe. Ja. Krass. Mir fehlen nur noch 4 Knochen dafür. Du kannst die Palikos, andere Spieler und befreundete Malküden auf Schnurrtrupp-Safari schicken. Oh, was? Ja. Cool. Beobachter von Sir Maus. Wie cool ist das denn? Mhm. Die Katzen ist das Beste. Aber muss ich jetzt deine nehmen? Dein Team? Ja. Ich habe auch deins genommen. Ach krass, okay. Ist also nur fair. Ja, nee, alles gut. Ich frag gerade nur so. Wo hast du deinen geschickt? Zum Beispiel erstmal. Was du am besten brauchst. Hm. Hm. Und die Sterne daneben, was sagt das aus? Wirklichkeit. Ah, okay. Also, beziehungsweise, was der Trupp kann. Unsere Katzen werden ja natürlich noch besser. Und wenn ich jetzt Wenn ich jetzt nicht mit Freunden spielen würde? Dann kommen trotzdem von Freunden irgendwelche Katzma. Ah, okay. Gildenkarte annehmen. Und Chrissy. Empfangen. Zack. Hab schon vergessen, wofür die waren. Unter anderem findest du auch mal, wenn du alleine unterwegs meine Katze oder sowas, wenn du sowas machst. Ah, also soll ich das dann meine ausschicken, oder wie ist das? Das Snake habe ich dir schon mal geschickt gehabt. Ja, aber eine ganz tolle Bildenkarte. Ich habe auch eine. Ich mag den Titel immer noch davon. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann kann ich jetzt da rein theoretisch mal gucken wegen der Quest, ne? Ja. Offen? Kannst du reinkommen. Ist offen, ja. Grüne haben was haben. Ach, zuerst Radobahn, nicht dieses Gyros-Fieder? Oh, nee, Gyros gespielt. Unsere Kiste. Kiste, Kiste, Kiste da. Jo. Ich weiß echt nicht, wie das schafft man, dass mein Inventar immer so voll ist. Das brauchen wir uns auch jedes Mal. Ich habe jetzt auch wieder Punkzeug mit. Sehr gut. Aber warum schicke ich denn jetzt jedes Mal komplett alle Tränke weg, als wenn ich so viel Honig rumliegen hätte? Du kannst halt deine Karte bearbeiten. Du kannst halt nochmal abspeichern, wie du das haben möchtest. Ja, mir fällt doch gerade auf, natürlich, er macht hier den ganzen Megatrank fertig. Na klar. Weil ich halt letztens mal haufenweise Honig angepflanzt hatte. Ich habe 65 Megatränke. Du kannst diese Gratis-Tränke auch verwursteln mit Honig, dann kriegst du daraus Megatränke. Ja, ich glaube, die macht er auch, weil ich ständig ja alles ins Lager lege. Lol, okay. Dann nehme ich aber jetzt mit 4 Megatränke mit. Und der Rest kommt ins Lager. Zack. Aber ich war vorhin auch so voll, dass ich was austauschen musste. Set 2. Der Oll, ne? Neu speichern. Ja. Wie speichern. So, dann habe ich jetzt hier nochmal die Beruhigungsbombe. Wie waren denn nochmal die Schockfallen? Wie sahen die aus? Hier. Mein Schmetterlingsset ist ja süß. Bei mir sieht es ganz furchtbar aus. Oh lol. Oh. Das Bahnzelt, Palumo-Set ist süß. So. Aber der Katze sieht auch cute aus. Ne, das Bahnzelt. Weiß nicht, hast du das schon? Ich glaube, ich habe keine Teile von ihm. Ja. Aber da wird er zur Kugel und hat eine Kugel als Waffe, glaube ich. Ja. Aber das Schmetterlingszelt ist echt cute. Das hatten wir auch damals nicht, ne? Das nee, das ist jetzt saisonal. Nee, Bahn habe ich noch nicht. Ein Vorteil, wenn du hier schmiedest, du kriegst keine Cutscene. True. Ja. Ich meine, ich finde Cutscenes ganz cool, so, ne? Aber muss sie halt nicht immer haben. Was war das Korall aber für mich? Nee, hatte nix. So. Ja, also ich wäre dann ready. Ja, fehlt noch einer. Ja. Ja. Seid ihr da oder Abka? Ich bin da, aber ich muss gucken, dass ich von dem Vieh irgendwie hier geflogen krieg. Hast du deinen Mantel nicht an? Nein. Er braucht momentan den Gleitermantel an. Im Zweifel Teleporter craften und dann kann man sich, glaube ich, auch dann weg teleportieren. Ja. Für meinen Campus. unten. Oh. Ah, das war das noch. Ah, dann macht man das. Seilbahn. Aber diese Lederhaut von dem Vieh habt ihr auch noch nicht, ne? Ne, wir haben ja noch kein Tzatziki gejagt. Vielleicht könnte man irgendwo finden kann. Können wir dann auch gerne machen. Ja, wir mal ein bisschen durch Korall gehen und da alles wegkloppen. Glaub ich, ja. Da machen wir. Voll Korall. Was wir machen. Hm, was ich nicht gelesen habe, wie lange sind die Viecher jetzt auf Safari? Ja. Nur zwei, drei, glaube ich. Sogar. Du kannst die früher Zeit zurückholen, aber die sind meistens ein paar. Ja. Ein paar Sachen weg. Ein paar Kämpfe. Wir müssten auch mal die Arena-Dinger irgendwann mal angehen. Ja. Ja, also ich habe zweimal das Hinterbein, einmal den Rücken und einmal den Kopf von dem Radobahn zerbrochen. Du musst den nicht machen, wir machen den zusammen. Ich habe den ja nicht getötet. Ich hab versucht zu fliehen. Der kam irgendwie immer hinterher. Oh. So. Das Hub hier ist ganz schön klein. Ich weiß nicht, wo ich mich bewegen soll. Der Typ ganz oben hat wohl auch noch was. Warte, wo sind ich denn hier schon wieder Ausrufezeichen? Ach, da unten. Ach, in 5 Quests ist der Trupp erst wieder da. Hab ich doch gerade gesagt, Snake! So wirklich. Wolltest du noch mal erwähnt haben. Okay. Ich habe die Seilbahn sogar schon abschließen können. Wo findet man die nicht? Beim Versorgungslager. Die Seilbahn. Ach, nicht Versorgungslager, hier Ressourcenzentrale. Oder was? Ja. Das ist die Frage, will er die Quest abgeben oder will er wissen, wo die Seilbahn selber ist? Also wofür braucht man die? Das ist eine Seilbahn innerhalb eines Gebiets, also du kannst zu anderen schneller hin zu anderen Gebieten. Ich glaub, das ist bei dem Paolumo-Gebiet, wo auch die kleinen Viecher waren, ja. Da ist so ein Loch, wo du durchkrabbelst und da ist unter anderem eine Seilbahn. Ja. Und weiter oben ist auch noch mal eine. Ach, die wurde dann quasi da aufgebaut, oder? Mhm. Genau. Ah, okay. Ist ja praktisch. Immer empfehlenswert. Okay. 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 Ja, und jetzt kann ich die Kürzarbeit nehmen, ne? Ja. Hoppala. Gar kein Druck, ne? Okay, warum? Denk dran an Inventar leer machen. Ah jo, haben wir gleich auch noch, oder? Ne, mach er besser. Kannst du jetzt so machen.